Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit dem Artikel Knallabschuss. Den möchte ich euch mal zeigen. Es ist ein lustiger Artikel. Viele Infos sind hinten gar nicht mehr gegeben. Also NEM 30 Gramm. Das ist das, was ich jetzt gerade gesucht habe. Auf, ich meine, 40 oder 50 Stück, die hier im Beutel sind. Das kann man leider nicht mehr so leicht lesen. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Das ist echt ein lustiger Artikel, den man mit einer Hand sehr schwer aufbekommt. So, geschafft. Da sind sie. Ziemlich dreckig. Halt so kleine, ne? Hier sieht man meine Hand, hier sieht man den Brenner. In der Größe sind sie. Ich würde sagen, ich schnapp hier nicht lang. Ich nehme mal wieder einen und ziehe einen an. Hier habe ich schon Radkopfböller gezündet. Aus dem letzten Video von Nico Feuerwerk. Gute Teile. Flup. Habt das gehört? Es macht einfach nur Flup und danach brennt die Zündschnur weiter. Machen wir es nochmal. Gleich legen wir wieder welche in den Baum rein. So ein kleiner Verpuffer und ein kleiner Furz. Ich nehme mal noch einen. Legen wir hier auch wieder in den Baum. Wie mit den Reibern. Die Reiber, die waren ja übrigens ziemlich gut. Wer das Video nicht gesehen hat, dem verlinke ich das. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr hier die Location findet, jetzt so nebenbei. Wie findet ihr die Location und die Videos? Das sind jetzt einfach nur Videos über einzelne Artikel, sowas wie Knallabschuss und Reiber. Aber findet ihr die gut? Soll ich die weitermachen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Nochmal Knallnacho. Und hier brennt die Zündschnur weiter. Flup. Und jetzt machen wir wieder zwei Stück auf einmal. Die probiere ich auch. Oder? Die legen wir hier einen drauf. Jawohl. Dann legen wir hier sogar beide drauf. Ja, das ist immer so, das ist wie in der Kindheit zu Silvester, wo man so auch ganz viele Böller aufeinander gelegt hat und probiert hat, die gleichzeitig anzuzünden. Ohne Brenner. Also der erste ist explodiert. Und der zweite, da gucken wir mal eben nach, da ist die Zündschnur nicht durchgebrannt. Die werde ich auch nicht mehr anzünden. Das wäre nicht gut. Ja, ich würde sagen, dann beende ich jetzt schon mal das Video. Jetzt haben wir einen Überblick gekriegt, die Knallabschuss sind ein lustiger Artikel, mal eine Abwechslung, weil hier hat man definitiv Feuerwerkskörper, die zu 100% immer verpuffen werden. Vielleicht auch ein ganz lustiger Effekt, aber ich würde sagen, dafür ist mir das Geld zu schade. Also keine Empfehlung von mir. Dann, ihr wisst Bescheid, was ich gerne von euch in den Kommentaren hören würde, nämlich wie ihr die Videos findet, auch von den Einzelartikeln. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir außerdem gerne ein Like da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, es kommen noch sehr viele coole Videos. Und dann würde ich sagen, haut rein Leute und hoffentlich bis zum nächsten Video. Get down to the B-side.